ein Messer, das optisch an einen Schrauben- oder Rollgabelschlüssel erinnert. Zudem ist es genau wie so ein Werkzeug gesenkgeschmiedet. Gesenkgeschmiedet wiederum heißt auf Englisch Dropforged. Und das hier ist der Dropforged Hunter von Cold Steel. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Dropforged Hunter wurde 2015 von Cold Steel auf den Markt geworfen. Ich habe mir das Messer im Jahr 2017 für damals ca. 60 Euro gekauft und ehrlich gesagt nie benutzt. Jetzt wollte ich mal wissen, wie sich dieses kleine Brecheisen so schlägt. Man kann hier sehen, die Verpackung ist aufs Wesentliche reduziert. Das ist eine ganz einfache Pappschachtel, bisschen Blisterfolie. Auf der Verpackung stehen noch ein paar Spezifikationen und ein lustiger Garantie- und Warnhinweis. Dann habt ihr sicherlich auch auf den Bildern vorhin gesehen, dass hier ein Lederband um den Griff gewickelt war. Das gehört nicht zum Lieferumfang und zum Thema Griff werde ich später auch nochmal einige Worte verlieren. Ich werde, wie bei fast jedem meiner Videos schon üblich, erst auf die Messerscheide, dann den Griff und danach auf die Klinge eingehen. Zu guter Letzt gibt es ein subjektives Fazit. Ja, dann baue ich jetzt mal kurz um und dann geht's los. Ja, die Messerscheide, das ist hier das berühmt-berüchtigte Secure-X. Diesen Kunststoff verwendet Cold Steel sehr gerne. Es ist eine Alternative zu Kydex, allerdings nicht so flexibel und meines Erachtens auch nicht so hochwertig. Und es ist in der Szene bei vielen Anwendern nicht sonderlich beliebt. Die Haptik hat einfach was Billiges, das kann man offen so sagen. Und zudem soll es Klingen schneller stumpf werden lassen als vergleichbare Materialien. Also, das ist jetzt so gemeint, wenn man das Messer öfter zieht und wieder in die Messerscheide zurücksteckt, dass man die Klinge auf Dauer mit dem Material abstumpft. Ja, diese Kritik steht im Raum. Beim Dropforged Hunter kann ich diesbezüglich nichts sagen, weil ich es zu wenig benutzt habe. Aber bei meinem Bushman hatte ich bisher diesbezüglich keine Probleme. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Anwender an. Ansonsten sitzt die Messerscheide sehr gut. Das rastet alles sehr sauber, es bewegt sich nichts, das passt. Wir haben hier auch ein Drainageloch, das gegebenenfalls Feuchtigkeit entweichen kann. Die Vernietung mit den Ösen ist sehr sauber ausgeführt und das Ganze ist auch TechLock kompatibel. Ein TechLock ist aber nicht dabei, stattdessen haben wir hier einen Gürteladapter aus breitem Gurtmaterial, der in verschiedenen Positionen angebracht werden kann. Vertikal, horizontal, kein Problem. Man kann hier bis zu 8 cm breite Gürtel benutzen, das ist schon mal eine Ansage. Zudem kann man das Ganze hier öffnen. Das ist durch Klettverschluss und Druckknopf sogar doppelt gesichert, also wirklich gut gemacht. Es gibt aber auch eine negative Sache. Cold Steel hat hier noch einen Druckknopf für den Griff angebracht und der ist von Haus aus nicht verstellbar. Ja, das ist schade, weil man doch dazu neigt, den Griff zu umwickeln. Dann geht aber der Druckknopf nicht mehr zu, also naja. Ich habe deswegen hier eine Verlängerung eingenäht, ja, aber ich finde, da hätte man als Hersteller schon mitdenken können. Ansonsten, wie gesagt, alles wirklich gut gemacht. Es gibt übrigens auch eine Variante dieses Messers mit einer Lederscheide. Das kostet dann allerdings 40 bis 50 Euro mehr und ist mittlerweile auch schwer zu bekommen. Ja, so viel mal dazu. Als nächstes kommt der Griff. Dann komme ich mal zum Griff. Auf das Material und die Gesenkschmiedung komme ich dann bei der Klinge noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Das ist hier eine Fulltang bzw. eine Ganzstahlkonstruktion. Da ist es mit der Definition des Griffes nicht immer ganz so leicht. Wo hört die Klinge auf? Wo fängt der Griff an? Hier würde ich aber schon sagen, dass eine ganz klare Trennung gemacht werden kann. Also bis zum Beginn des Flachschliffs der Klinge sind das hier ziemlich genau 123 mm. Und davon sind hier innerhalb dieser Ausbuchtung knapp 111, 110 mm greifbar. Ich habe Handschuhgröße 10 und da ist noch ein bisschen Platz. Die Griffhöhe liegt hier bei ca. 27 mm und die Griffbreite bei ca. 9,6 mm.
Das heißt, wir haben einen Griffumfang von etwa 73 mm. Das ist nicht besonders komfortabel, besonders wenn man härtere Arbeiten vor sich hat. Da sind dann Handschuhe eigentlich Pflicht. Noch besser fände ich, den Griff mit Paracord oder Leder zu umwickeln. Dann kommt man auf etwa 90 bis 95 mm Griffvolumen und da bewegt man sich dann schon in einem ordentlichen Bereich. Ja, da liegen auch etwa die Mordermesser in dem Bereich. Unter das Paracord kann man dann auch noch einen Gummi von einem Fahrradschlauch aufziehen. Ja, dann hätte man durch diese leichten Vertiefungen noch Platz, um kleine Gegenstände unterzubringen. Ja, das kann man vielleicht in einer Notfallsituation dann brauchen. Sozusagen wäre das dann so eine Art Survival-Messer. Naja, also es wäre zumindest eine Option. Was man auch erwähnen muss, das ist durch das Herstellungsverfahren und diese Vertiefung schon eine sehr, sehr stabile Angelegenheit. Diesen Griff zu verbiegen dürfte selbst bei einem Missbrauch des Messers schwer werden. Also das ist schon wirklich durchdacht. Natürlich ist es auch sehr schwer, das ist eine ganz andere Geschichte, da komme ich dann aber auch nochmal drauf zu sprechen. Was ich fast vergessen hätte, hier ist ein Lanyard-Loch mit ca. 5 mm Durchmessern. Ich finde, das hätte vielleicht ein bisschen größer ausfallen dürfen. Okay, jetzt komme ich dann zur Klinge und da gibt es ein paar Videoaufnahmen mit Overvoice. Ja, hier sieht man jetzt, wie ich einen mittelgroßen Ast anspitze und zwar durch, ja, leichtes Hacken. Funktioniert wirklich sehr gut. Das Holz hat auch gut mitgemacht. Das war jetzt nicht das härteste Holz, aber trotzdem. Also, das hat natürlich ein Eigengewicht, das Messer, und das hat wirklich ganz gut funktioniert. Als nächstes einfach mal das Durchtrennen. Funktioniert auch gut. Also ich brauche relativ wenige Schläge und die sind auch nicht besonders gezielt, wie man sieht. Aber jetzt noch einmal drehen und das Ding ist durch. Batonieren funktioniert auch sehr gut. Ich habe jetzt wirklich nur dieses kleine Stück batoniert. Ein paar Mal. Aber man sieht, funktioniert echt gut. Ist nur eine circa 10 cm lange Klinge, aber man kann sich nicht beschweren. Spaltwirkung ist relativ groß. Schön breit ist die Klinge und ja, ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Hat sich auch an der Schärfe gar nichts getan. Also, ihr seht später noch Gemüseszenen und das wurde danach gedreht. Jetzt noch ein bisschen schnitzen. Auch das funktioniert gut. Es ist kein Slicer, aber ja, für die meisten Arbeiten ist es wirklich absolut tauglich und es ist einfach sehr stabil, nahezu unzerstörbar. Gutes Messer. Ja, jetzt schnitze ich mir hier noch auf die Schnelle einen kleinen Pflock. Das dauert wirklich nicht lang. Das ist alles Originalgeschwindigkeit. Das war's. Ja, man hat gesehen, die Klinge kann was. Das war jetzt kein Hardcore-Test, dafür bin ich nicht der Richtige. Aber man kann sich zumindest mal einen Eindruck vom Messer verschaffen. Ja, dann komme ich mal direkt zur Klinge. Das ist hier eine sehr schöne, hoch aufgebaute Drop-Point-Klinge. Klingenlänge 98 mm und die haben wir hier auch effektiv. Klingenhöhe am höchsten Punkt 39 mm. Hier in der Mitte sind das immer noch 34 mm, also das ist schon was. Die Klingenbreite habe ich an drei Punkten gemessen, um die Stabilität zu veranschaulichen. An der Klingenwurzel sind das hier 5,5 mm. Also der Hersteller sagt 5, aber es sind 5,5. In der Mitte sind das 4,9 mm und einen Zentimeter vor der Klingenspitze sind das immer noch 2,5 mm. Das ist eine sehr stabile Angelegenheit. Das Messer soll ja auch Jäger ansprechen und ich denke mal, zum Aufbrechen von Wild könnte es ganz nützlich sein. Also da habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich denke, damit bekommt man keine Probleme. Ja, dann haben wir hier auch einen sehr, sehr ordentlichen Guard. Das ist alles gut gemacht. Das hier ist ein Flachschliff und ja, man sieht, insgesamt ist es dann doch eher ein Worker als ein Slicer. Das sagt dann nämlich auch folgende Zahl aus: 0,9 mm hinter der Schneidphase. Ja, das geht für so ein Messer gerade noch so in Ordnung.
Dennoch muss ich sagen, dass es sich auch durchaus beim Food Prepping gut schlägt. Also auch Gemüse, Tomaten etc. sind damit bezwingbar. Noch kurz zum Stahl, das ist der 52.100er High Carbon Steel. Ich bin kein Stahlexperte, aber habe ein bisschen recherchiert. Früher war das ein Kugellagerstahl. Ja, heutzutage ist es ein Stahl von der Stange, wie man so schön sagt. Sehr gewöhnlich, aber gutmütig. Und man muss dazu sagen, dass sich die Wärmebehandlung von Stählen in den letzten Jahren stark verbessert hat. Cold Steel lässt diesen Stahl auf 58 bis 59 HRC aushärten. Ich denke, das ist schon was. Ich habe damit auch ein bisschen gearbeitet, wie ihr gesehen habt, und das Ding ist immer noch sehr scharf, also die Standfestigkeit ist gut. Von daher gibt es an dem Stahl nichts auszusetzen. Wie ihr seht, ist das ganze Messer pulverbeschichtet. Ja, also Rost hat hier lediglich an der Schneidphase eine Angriffsfläche. Die Beschichtung ist wirklich sehr ordentlich ausgeführt, sehr dick, da gibt es auch nichts zu mäkeln. Noch kurz zum Dropforged, also zur Gesenkschmiedung. Es wird ein Stahlrohling, der zwischen ein Untergesenk und ein Obergesenk gelegt wird, unter großem Druck zusammengepresst und dann entsteht das vorläufige Endprodukt. Das wird dann nur noch gehärtet und dann ist es eigentlich fertig. Ja, da habe ich noch ein Messer, das so hergestellt wurde. Das ist das Foodprint Hacking Knife. Seht ihr hier. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier. Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch noch was zum Gesenkschmieden. Kommen wir zum Fazit. Vor dem Fazit möchte ich kurz auf das Konzept eingehen. Laut Cold Steel haben wir hier ein nüchternes, leistungsfähiges und stabiles Outdoor-Messer. Gleichzeitig ist es für die Jagd ausgelegt und Survival kann es auch. Okay, Survival bedingt. Feuerstahl anreißen geht ohne Modifikation des Klingenrückens nicht. Man könnte es mit der Klinge machen, aber das machen wohl auch die wenigsten. Es ist, wie erwähnt, sehr stabil und somit auch sehr, sehr schwer. Also 250 Gramm bei der Größe ist nicht ohne, ist halt einfach eine Fulltank-Konstruktion, da wurde nicht sonderlich auf Leichtbau oder ähnliches geachtet. Die Messerscheide wiegt auch nochmal um die 85 Gramm, also liegen wir hier bei 335 Gramm. Das ist schon, ja, ist nicht ohne für so ein kleines Messer. Ansonsten muss ich sagen, dass die Griffergonomie vom ersten Gefühl her ziemlich gut ist, aber das Griffvolumen ist einfach zu gering. Da kann man sich behelfen mit Paracord oder ähnlichem. Ja, das geht dann schon. Die Klingenlänge liegt hier bei ca. 10 cm. Bei dem Messer hätte ich mir dann die vollen 12 cm gewünscht, aber egal. Alles in allem ein wirklich interessantes Messer. Der Preis liegt derzeit je nach Anbieter zwischen 70 und 100 Euro. Ich finde, da ist die Streuung recht groß. Da muss man dann schon mal ein bisschen schauen, wo man es dann auch kauft. Es gibt von Cold Steel noch eine große Survival-Variante im Bowie-Stil mit einer 20 cm Klinge. Und vergleichbar ist auch noch das Ranch Knife von K-Bar. Ja, das ist allerdings wesentlich kleiner und leichter. Zurück zum Dropforged Hunter. Für mich, wie erwähnt, eine Empfehlung. Ja. Okay, das war's dann auch. Heute war das Ganze ein bisschen länger. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.